Liebe Grävnerinnen und Grävner, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Wochenrückblicks. Ja, normalerweise erzähle ich in dem Wochenrückblick ja, was so in der Woche passiert ist. Es ist Anfang des Jahres und es ist noch relativ ruhig, deswegen gibt es gar nicht so die großen Neuigkeiten zu berichten. Das ist übrigens ganz gut für mich und für die Verwaltung, weil wir mal gewisse Dinge einfach mal abarbeiten können und einfach mal ein bisschen auch in Ruhe durchdenken können. Deswegen möchte ich den Wochenrückblick heute nutzen, um auf ein Ereignis hinzuweisen, das im Trubel des Alltages vielleicht untergehen könnte, aber doch sehr wichtig ist. Auch in diesen Zeiten von hoher symbolischer Bedeutung. Am kommenden Sonntag, dem 22. Januar, gedenken wir der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages. Der Élysée-Vertrag, der wurde 1963 unterzeichnet zwischen Frankreich und Deutschland. Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, wie man so sagen würde. Warum? Bis dahin eigentlich waren sich Frankreich und Deutschland feindlich gegenüber gesonnen. Das war der Zweite Weltkrieg, es gab den Ersten Weltkrieg, es gab viele andere Kriege. 1923 gab es die Ruhrbesetzung, also heute vor 100 Jahren. Also auch das wird nochmal wieder so ins Gedächtnis hochgeholt, was alles früher einfach auch schief lief und einfach auch was für Hass zwischen beiden Staaten passierte. Und deswegen finde ich es schon sehr, sehr wichtig und sehr besonders, an diese Unterzeichnung des Élysée-Vertrages hinzuweisen und dem auch einfach mal einen Moment des Gedenkens zu geben, weil das nicht selbstverständlich ist, dass zwei so große Staaten auch heute immer noch in Europa so gut zusammenarbeiten. Ja, es gibt auch immer mal wieder Konflikte, gerade auf dieser Bundesebene, innerhalb der Europäischen Union. Es geht auch manchmal um die Frage, wer die auf Platz 1 ist in der Wirtschaftskraft oder dergleichen. Das gehört alles dazu. Das passiert auch bei uns zwischen den Bundesländern. Das Entscheidende und das Wichtige ist eigentlich, dass die Menschen sich nicht mehr als Feinde gegenüberstehen, sondern sich als Europäer verstehen, als Teil einer gemeinsamen Werteunion. Und insofern freue ich mich einfach, dass wir diesen Élysée-Vertrag auch heute noch feiern können. Der wird auf Bundesebene gefeiert. In Greven wird er mit einem internationalen Frühschoppen gefeiert um 11 Uhr bei Öppe. Da wird ein ehemaliger französischer Konsul kommen. Die Schüler des Gymnasiums werden auch etwas vorbereiten und dazu beitragen. Ich werde natürlich auch dabei sein. Insofern lade ich Sie auch ganz herzlich ein, dass Sie dazukommen und einfach diesem Gedenken ja auch die Aufmerksamkeit geben. In diesen Zeiten ist es also umso wichtiger, dass wir uns einfach unserer gemeinsamen Freundschaft und Verbindung mit unserem größten Nachbarland in Erinnerung rufen. Und im kleinen Leben wird das dann weiter, dass die Städtepartnerschaft zwischen Greven und Montargis auch gelebt wird. Daraufhin habe ich ja schon in einem meiner anderen Wochenrückblick darauf hingewiesen, dass wir auch dieses Jubiläum dann ja auch in diesem Jahr feiern werden. Also insofern, manchmal muss man aus dem Kommunalpolitischen ein bisschen raus und mal das große Ganze sehen, in dem wir uns bewegen und einfach wieder uns in Erinnerung rufen, ja, dafür müssen wir kämpfen und einstehen. Und insofern bitte ich Sie fast schon, diesen Gedanken mit ins Wochenende zu nehmen. Und ja, ab nächste Woche gibt es dann wieder die knallharten kommunalpolitischen Fakten und Nachrichten. Darauf freue ich mich auch schon. Bis dahin genießen Sie das Wochenende, Ihr und Euer Dietrich Aden.